Hallo NES-Freunde und NES-Freunde, ich zocke alle NES-Games dieser Welt und heute ist dran Highlight. Keine Ahnung, wie man das ausspricht, sorry. Ja, keine Ahnung, worum es da geht, wir springen gleich rein. Copyright 1986 ist wohl schon ein älteres Game, auch für NES-Verhältnisse eher ein älteres Game. Und es gibt hier ein Passwortsystem, interessant. Wir starten mit dem Spiel. Eine relativ große Anzeige. Okay. Wie kann ich kämpfen? Wieso kann ich nicht kämpfen? Ich habe doch ein Schwert in der Hand. Schad ist nix. Item, nichts. Okay. Save, load, Passwort. Ich kann nicht kämpfen aus irgendwelchen Gründen. Wieso nicht? Habe ich einen Schleim jetzt besiegt oder nicht? Ich bin unsicher. Wenn ich dagegen reinkämpfe, automatisch. Ah. Ich bin tot. Ich weiß nicht, ob ich den Schleim vorher besiegt habe. Ich glaube, so geht's nicht jedenfalls. Ich habe so das Gefühl, ich muss hier erstmal eine Waffe finden. Ah, ich kann da auch einfach durch die Bäume durchgehen. Das habe ich natürlich nicht gewusst. Ah, da ist ein Labyrinth. Da möchte ich natürlich rein. In der Hoffnung, dass ich da eine Waffe kriege. Was ist da? To get a... irgendwas. Ich habe es nicht so schnell gelesen. Ein Kreuz habe ich bekommen. Supi. Hilft mir auch nicht wirklich weiter, glaube ich. Ich möchte da rein in diesen Irrgarten. Ich möchte diese Truhe dort bekommen. Also der Sound ist schon ein bisschen zart. So, da, gut, schauen wir mal. Zeitgasse. Naja, die Grafik ist schon. Also mit diesem weiter Scroller-Bildschirmen ist schon ein bisschen hart. Okay, da komme ich nicht weiter. Weil der killt mich und da werde ich nicht ohne Waffe weiterkommen. Okay. New Game. Okay, schauen wir nochmal nach rechts. Da ist mit dem Schloss hier. Nichts. Oder? Doch. Doch, da ist ein Dungeon. Ja, ich kann aber nicht kämpfen irgendwie, also. Das gibt's nicht, da muss doch irgendwo eine Waffe rumliegen, Leute, oder? Da gibt's gar nichts zum Holen hier. Das will ich irgendwie nicht glauben. Jetzt bin ich tot. Warum auch immer. Keine Ahnung. Bin tot. Gut, das war's wohl auch nicht. Kommen wir mal rauf. Ein Loch wieder. Das schaut schlecht aus. Ich gehe da wieder raus. Da brauche ich gleich eine Kerze oder so. Sehe ich hier überhaupt nichts. Ja, Gegner, geh weg. Ich will nicht kämpfen. Ich habe ja keine Waffe. Kann ich das nicht irgendwie eine Waffe ausrüsten, nicht da? Nein. Da was drinnen in dem Baum da? Nein. Naja, die Grafik ist schon sehr rudimentär, sagen wir mal so. Wird keins meiner Lieblingsspiele, das sehe ich schon jetzt. Oder? Will eine Waffe haben. Ich glaube, die killen mich alle einfach nur. Ja, so genauso ist es auch. Die killen mich einfach nur. Was heißt der Turn? Fire, Ice, Wave, Flash. Was ist das? Ja, nicht da irgendwas aushöhlen da? Nein, ich kann da nichts aushöhlen. Defend, Attack. Ah, mit A kann ich angreifen. Okay. Jetzt hat eine Weile gedauert. Bringt das irgendwas?
Erfahrungspunkte oder so. Irgendein Mist. War da nicht irgendwo so eine Truhe? Wo war denn diese Truhe? Da war die Truhe. Weiß man nicht genau, wofür das gut ist, aber irgendwas wird es wohl bringen. B ist verteidigen, A ist angreifen. Was kriege ich da Schönes? Weiß ich nicht, ich bin tot. Gut, jetzt werde ich wenigstens nicht mit A angreifen, das ist ja schon mal was. Ganz schön lang gedauert, bis ich das gecheckt habe. Tut mir leid. Komm schon. Möchte da zu diesem Friedhof da wieder und mir das Zeug holen. Geh weg! Alter, die sind stark, die killen mich instant, diese Zombies. Vielleicht doch nicht zu den Zombies gehen, sondern zuerst mal darüber, sich mal fein das Kreuz holen, wofür auch immer das gut ist. Aber ich sag mal, besser ein Kreuz als kein Kreuz. Ich muss auch noch Platten machen hier. Wie kriege ich eigentlich auch Leben wieder? Fragen über Fragen. So das Gefühl, die werden aber nie geklärt werden. Okay, da war ich. Der hat mich irgendwie abgeschossen, so ein Schweinehund. Naja, Leute, das macht alles irgendwie keinen Spaß. Das macht irgendwie keinen Spaß. Ne. Ich kann ja nicht wirklich mal grinden, weil ich kann mich hier nirgends heilen. Wie kann ich mich heilen? Ist irgendwie eine Möglichkeit, sich zu heilen? So viele... jetzt killt jetzt einfach mal nur die ganze Zeit Blobs. Ah, das bringt auch nichts. Ganzen Schleim weg, brezeln, bringt ja nichts. Offensichtlich. Ah, 10 Minuten sind nicht um. Okay, ich spiele noch eins. Ey, aber ich hab keinen Bock mehr eigentlich. Kann man sich echt sparen. Aber vielleicht entdecke ich hier noch irgendwas. Eine coole Mechanik oder so, aber. Es langweilt mich. Es langweilt mich mehr als sonst irgendwas. Ah. Dann nicht einfach weggehen. Na, der killt mich zu. Diese Zombies, der killt einen sofort. Man kommt zu dieser Schatztruhe nicht hin. Ja, es sind zuerst 8 Minuten, aber Leute. Was? Es ist einfach verschwendete Zeit für mich. Es ist einfach nur verschwendete Zeit, leider. Ja, man könnte jetzt sich natürlich noch ein Passwort holen und schauen, ob die anderen Levels irgendwie. Das coole Zeug hier sind, aber ich bezweifle das. Ich bezweifle das. Ja, ihr könnt mir mal schreiben in die Kommentare, wenn ihr das Spiel irgendwie cool findet, sagt mir mal, was ich falsch mache. Aber irgendwie kann das so gar nichts. Schaut irgendwie auch ein bisschen nach, ob es nach einer DOS-Umsetzung ausschaut. Nein, eigentlich fast nicht. Es schaut eigentlich schon nach einem NES-Game aus. Wie auch immer, das war's für mich. Das war's für mich. Ui, da ist der Gameboy-Bildschirm. Falscher Abspann. Sowas. Das ist der richtige Abspann. Danke fürs Zuschauen. Da unten könnt ihr abonnieren, dann bekommt ihr jeden verdammten Tag ein NES-Video in eurer Postfach. Da drüben könnt ihr gleich weiterschauen. Abonnieren nicht vergessen und Daumen hoch.